D'Avignon. Er ist der Grand Seigneur, der Altmeister, der Hengst, mit dem eigentlich so richtig alles angefangen hat. Und im verschneiten Hemmoor zeigt er im Frühjahr 2011, dass er immer noch voller Energie steckt. Man könnte fast meinen, der jetzt 24 Jahre alte Donnerhall-Sohn wollte es allen noch einmal zeigen. Seine Schulterfreiheit, seine Souveränität, basierend auf der selbstbewussten Feststellung, eine nahezu perfekte Karriere hingelegt zu haben. Vom Bundeschampion und Sieger in der Hengstleistungsprüfung zu einer weltweit bekannten Größe in der Dressurpferdezucht. Bis M-Dressur siegreich, ausgebildet bis Grand Prix, mit Kennerblick für Hemmoor entdeckt. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist D'Avignon unter den besten Hengsten Deutschlands gelistet. Da weiß man einfach, was man hat. Kein Modehengst, ein gestandener Vererber. Knapp 700.000 Euro haben seine Nachkommen allein im deutschen Sport verdient. Und er ist nach wie vor im Gespräch. 2011 wurde die sechsjährige Dancing Queen von D'Avignon Lemon Tree auf der 21. British Hanoverian Horse Show Supreme Champion. Auch in diesem Jahr gilt, Züchter, die zwei Stuten oder mehr von Hengsten der Station Pape besamen lassen, erhalten in dieser Saison einen zusätzlichen Freisprung von D'Avignon. Wenn das kein Argument ist.